So, wir haben glücklicherweise die Rüstung auf Level 1. Dann würde ich das Pyro noch mitnehmen. Gehen wir so ein bisschen cheap daran, vielleicht. Da wäre ein Whetstone, ne? Den nehmen wir mal mit. Okay, let's go. Whetstone, sehr, sehr schön, dass wir den haben. Dann können wir Richtung Flaming Sword gehen später, ne? Irgendwie machen wir beide kein Damage. Das Problem ist, er hat das Rüstungs-Item. Und das Rüstungs-Item, da werde ich nicht durchkommen. Ich denke, das wird ein Overtime. Obwohl, ein bisschen Schaden mache ich ihm, ne? Aber ich kriege das wirklich nicht runter. Weil das Schild kann auch verringern, dass er überhaupt Schaden bekommt. Deswegen mal sehen. Aber ich denke, Overtime könnten wir gerade so gewinnen. Ja, perfekt. Sehr schön. Der wenn eine Tasche nehme ich sofort mit. Redstone mit rein. Ich würde sofort die Fackel bauen. Dann hoffen, dass ich irgendwie noch einen Redstone finde. Leider nicht, ne. Dann drehen wir das mal so. Dann bauen wir die Torch. Und hoffen, dass wir dann irgendwie die Redstones auch kriegen. Also drei Redstones wären geil, wenn wir die bekommen würden. Aber ich meine, wir haben noch genug Chancen. Ja, wir haben einen schon und die Runden gehen noch eine Weile. Gegner Doppelbesen tatsächlich. Und er wird eine Menge Buffs bekommen durch den Regenbogen, genau. Der Regenbogen gibt dann alle Buffs nach 7 Sekunden. Ah, ich habe gerade daneben geschlagen, leider mit dem Schwert. GG. Ja, der Regenbogen ist ein cooles Item. So, nehmen wir die Tasche mit. Okay. Leute, wir brauchen Redstones leider, ne? Da ist einer. Da ist ein Redstone. Meine Banane und so kann ich wieder wegwerfen, theoretisch. Die war ja im Angebot, ne? Ich nehme es aber mit rein und werde mir die beiden Dinge reservieren. Wir nehmen es aber mit rein. Ich hoffe, das eine Schwert langt irgendwie. Und meine doppelte Banane. Aber das eine Schwert macht wirklich wenig Schaden. Vor allem, wenn der Gegner ein Schild hat. Das Schild kann ja 4 Schaden reduzieren mit einer Chance. Und das Schwert macht 4 Schaden. Also kann es sein, dass du einfach 0 Damage machst. Oh, zwei Bananen gegen eine Banane, aber ja, doppelte Waffe, ne? Jetzt müssen wir noch gut reinfuden. Banane, Banane, Banane. Ah, schade. Ein Bad RNG. Ich will nichts sagen, aber wir haben den Skull Badge. Den ich eigentlich hundertprozentig nehmen will. Wir nehmen ihn noch nicht jetzt, aber ich will ihn hundertprozentig haben. Definitiv. Das ist ein eindeutiges Ding, vor allem wenn wir Richtung Drachen gehen möchten. Nehmen wir hundertprozentig mit. Mit dem Skull Badge, mit dem Reaper Badge meine ich, können wir Items finden von anderen Klassen. Ja, und der Reaper hat Karten drin, womit ich meine Drachen verbessern kann später. Das könnte ganz lustig werden. Ja, könnte ganz gut sein, ne? Kriegen wir das hin? Sehr gut. Burning Sword. Wird gebaut. Burning Sword, wunderbar. Bauen wir so, oder? Banane muss eigentlich hier mit rein. Burning Sword wird gebaut. Wir müssen es einmal umlegen. Wir bauen das mal nach oben hin. Und jetzt kann die Banane nicht mit in die Speedbag rein, was ganz schön ist. Und der kann mal rausgehen, weil der soll nicht in der großen Tasche drin sein. Wenn der in der großen Tasche drin ist, es sind keine Flammen drin und sollen Flammen in der großen Tasche sein. Weil Flammen geben ja mehr Leben.
Dann muss ich alles mal ein bisschen drehen, dass hier passt. So, Reaper Badge, bam, mit rein. Gubert. Gubert brauchen wir nicht, aber wir brauchen noch den, ne? Den Redstone hier. Okay. Ja, mit Redstone ist jetzt doof natürlich. Müssen wir so legen. Ja. Let's go. So, wir haben beide einen Hero Sword, er hat zwei Waffen. Aber ich glaube, mit dem Reaper Badge, was im Gegner einfach random Debuff gibt, was eigentlich ziemlich insane ist, ne? Also das ist eigentlich ziemlich stark, muss man sagen. Alle zwei Sekunden random Debuff ist eigentlich übelst stark, Leute. Ich glaube, das Reaper Badge ist mit das beste Badge, was man haben kann. Ich meine, der hat jetzt 5 Misschance, 6 Misschance drauf. Einfach so. Schon böse. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Burning Blade. Wunderbar. Wir wollen eigentlich noch eine Kohle haben, ne? So, es wäre auch cool, wenn wir noch ein Schwert finden. Da ist das Kartenpaket. Sehr cool. Okay. Ich würde die Speedbag noch mitnehmen. Da haben wir nämlich nochmal das nächste... den nächsten Redstone mit dabei. So, Banane hauen wir einen runter. Den hier hin. Das Paket hauen wir mal hier hin und den wollen wir haben. Nächste Runde dann. Und damit können wir vielleicht noch eine Fackel bauen oder so. Schaut gut aus. Bin ich gerade mit zufrieden. Oh, der hat schon Hammer, zwei Dolche. Könnte wehtun. Mal sehen. Der Hammer wurde ein bisschen genervt, soweit ich weiß. Der hat minus ein Damage bekommen, was jetzt nicht so viel ist, aber... Das Gute ist, er hat wenig Stamina, oder? Ah, keine Chance, Leute. Da kommen wir nicht dran. Der Hammer tut zu sehr weh. Okay, dickes Schwert gebaut. Wunderschön. Phönix. Wäre zu früh, leider. Ich würde gerne einen Phönix spielen, aber es ist viel zu früh. Sadly. So, haben wir den da rein. Ich bräuchte noch eine Waffe oder so, ne? Draconic Orb hätte ich auch gerne. Ja, es wäre gut, wenn wir noch eine zweite Waffe kriegen würden. Irgendwie, irgendwann. Der hat ziemlich viele Waffen, ne? 4 Stück. Aber die brauchen alle nicht so viel Stamina. Also eigentlich sollte er damit ganz gut durchkommen. Tatsächlich. Wisst ihr, was mir ein bisschen fehlt? Ist so ein bisschen Leben. Survivability. Boah, wir verlieren gerade richtig viel. Das tut weh. So, wir nehmen hier Scale Ward mit. Ich wollte ja gerne die Drachen holen. Also. Das Ding haben wir erstmal da rein. Dann hauen wir die Kohle hier rein. Genau wie das hier. Und jetzt müssen wir Drachen finden. Ganz dringend. Und jetzt keine Drachen finden, ist leider GG, ne? Nehmen wir das Schwert mit, ja. Wir bauen mal daraus eine Fackel. Und werden dadurch noch, dadurch wird er ein bisschen gebufft. Ah, Mist. Da ist ein Drachenei. Okay. Ein Ei haben wir gefunden. Natürlich nicht super geil. Weder eine Menge, aber. Was willst du tun? Wenn du nichts findest, findest du nichts. Ich werde mir das Gold aufheben, damit wir vielleicht mehr Drachen finden. Oder bauen können. Direkt mal 10 Heat, das ist sehr schön. Na gut, sehr gut. Ich meine, das Schwert macht jetzt auch eine Menge. Das macht einen guten Job hier jetzt.
Da haben wir die Torch gleich mit dabei, was sehr schön ist. Stamina fehlt gerade ein bisschen, aber das ist nicht so wild. So, da ist Burning Torch. Hier hätten wir zwei Drachen. Random Debuffs oder Emerald Egg. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Wollen wir den Eisdrachen haben, ist halt so die Frage, ne? Jo, vielen, vielen Dank für den Sub. Danke, Chaos. Einen wunderschönen. Danke, danke. Wollen wir den Eisdrachen mitnehmen, ist die Frage. Ich meine, das ist im Angebot, die Karte. Ich will die Karten so oder so haben. Ne? Wir packen sie mal ein. Okay, wir nehmen auf jeden Fall den. Und jetzt müssen wir den unterbekommen. Und das ist das Schwierige. Die Drachen haben nämlich so die schöne Angewohnheit, dass die extrem viel Platz brauchen, die Dinger. Aber wir haben es unterbekommen, das Teil. Sehr schön. Okay, noch einer. Perfekt. Phönix könnten wir vielleicht auch spielen, tatsächlich. Aber wir nehmen erstmal den mit. Und damit können wir dann den Eisdrachen theoretisch bauen. Ne? Die Frage ist, wie viele Drachen wollen wir haben? Also wie viele Eisdrachen oder so wollen wir haben? Na, Stamina wird, glaube ich, später ein Problem sein. Tatsächlich. Sehr gut. Und da ist der erste Dragon. Wunderschön. Und das Geile ist an der Sache, das Ding ist halt, die Drachen sind sehr teuer. Banane wird weggeworfen. Das Coole ist aber, dass wenn die Drachen angreifen, ich Heilung bekomme. Ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, das Schwert ist tatsächlich, kann es die Dragon durchbuffen. Die Drachen zählen als Waffe. Ne? Das ist das Coole daran. Das ist sehr, sehr cool. So. Ich würde vielleicht das so machen, tatsächlich. Den aber hier rein. Banane machen wir hier hin. Jetzt haben wir leider für den keinen Platz, aber den tun wir gerade da rein. Das Reaper-Badge ist nämlich schon sehr, sehr cool. Okay, und die beiden Flammen werden wir aufbewahren, mal. Ich hoffe, Stamina-mäßig ist trotzdem okay, auch mit einer Banane. Das hoffe ich sehr. Das Coole ist, dass der auch random Buffs runternimmt vom Gegner, ne? Ja, Stamina fehlt. Aber es ist nur die Fackel, die kein Stamina hat. Nächster Dragon. Und daraus können wir einen Eisdrachen machen. Na, weil wir jetzt diese Karte hier haben. Das heißt, wir legen den mal so hin. Bam. Eisdrache wird gebaut. Sehr gut. So, let's see. Stamina Bag nehmen wir mit. Hier wäre ein Zephyr Egg. 4 Mana, Start of Battle. Aber wir brauchen kein Mana, ne? Ich überlege, ob ich einen Phönix mitnehme, tatsächlich. Tatsächlich überlegen, ob ich einen Phönix einpacken soll. Ne, wir nehmen ihn doch noch nicht mit. Oh, Glurak. Okay, jetzt ist die Überlegung, bauen wir Glurak oder bauen wir Eisdrachen? Das ist der Ice Dragon, right? Oder bauen wir Glurak. Glurak wäre der hier. Der Chonka. Der Chonka ist besser. Unironisch, der Chonka viel, viel besser. Den müssen wir aufheben. Das Ding ist, wir können auch beide bauen. Ne? Aber erstmal werden wir den Chonka bauen, glaube ich. Der sollte vorerst ein bisschen besser sein. Ne? Gibt es das Spiel auf Deutsch? Kann es auch auf Deutsch stehen, aber die Übersetzung ist sehr, sehr schlecht, leider. Aber gibt es auf Deutsch, ja. Aber ich mag die Übersetzung leider nicht. Leute, wir müssen leider diese Fackel loswerden, glaube ich. Ne? Maybe. So. Da bauen wir den Chonka. Die deutsche Übersetzung ist leider grauenhaft. Also wirklich... Wir brauchen Taschenplatz auf jeden Fall.
Wieder so ein Phönix, der mich anlächelt, ne? Leute, ich muss jetzt diesen Phönix kaufen, leider. Ich überlege, ob ich die Fackel rausnehmen soll. Oh, warte, das Schwert macht leider nicht diesen einen Drachen durch, ne? Machen wir das mal so. Ah, nehmen wir den Phönix. I don't know. Wenn wir den Phönix nehmen, müssen wir leider mehr Chonka bauen und nicht mehr einen Eisdrachen. Ne? Da ist so das Ding. Guck mir doch mal meinen Heat an, bitte. Ich habe 30 Heat sofort am Anfang. Und wenn ich hier heate, 12 Heat hat, habe ich eine Stun-Chance. Ne? Also ich würde alles Heat verlieren und dafür aber pro 6 nochmal wiederbelebt werden. Hm. Wir nehmen lieber das Ei. Let's go. Sehr, sehr geil. Wichtiges Ei, wichtiges Ei. Ist natürlich auch wieder ein rotes Ei. Bedeutet entweder ein Chonka oder ein Eisdrache. Müssen wir dann entscheiden. Das kommt nochmal hier rein. Heat kommt hier hin. Da wäre der nochmal. Hm. Ich meine, der inflicted random Debuffs auf den Gegner. 4 Stück. Wieder der Phönix. Die Leute, ich muss einen Phönix kaufen, oder? Und 4 Debuffs könnten auch Eis sein. Und wenn der Eis hat... Ah, ich hätte lieber noch einen Chonka. Ich bin ehrlich mit euch. Weil das Chonka kann Stun drauf werfen. Ne? Eigentlich wäre das geil, wenn wir jetzt noch theoretisch irgendwie... Ah, der Hammer. Hammerbild ist immer noch zu strong irgendwie. Ice Dragon. Ein Chonka. Ich nehme zwar einen Chonka mit. Was soll's. Was ist denn das Saphir-Ding? Moment. Welcher ist das genau? Das ist der hier, ne? Jo. Der ist tatsächlich sehr gut. Hm. Okay, dann werden wir keine Chonka mehr bauen. Wir werden die mal rauswerfen. Und dann müssen wir diese Drachen ein bisschen besser um das Schild stellen. Ne? Ich bekomme leider nur so kleine Taschen gerade. Beere. Der Phönix. Ich hole ihn jetzt, Leute. Wir holen jetzt diesen Phönix. Was soll's. Den kriegen wir schon unter. Wir haben sowieso noch 1 AP. Eine Flamme gibt dir Heat. Und Heat macht, dass alle deine Items schneller triggern. Also schneller funktionieren. Jürgen, was hat der denn? Eine Fackel hat der. Das habe ich nicht ganz verstanden, das Bild. Nächster Chonka. Sehr gut. Okay, wir haben diese Tasche und den Phönix. Und der Phönix soll ja im Endeffekt... Das ist ein bisschen schwer zu legen, den Phönix, ne? Okay. Also, der Chonka soll gerne einen weiter runter. Und dann können wir die beiden Chonka ja durchbuffen, theoretisch. Genau, Positionierung und so weiter hat alles Einfluss, ja. Genau. Kommt alles drauf an, wie du deine Sachen hinlegst und wie du kombinierst und so weiter. Und hast du halt außen diese Sterne drum und das kann halt auch noch beeinflussen, wie viel Damage und so weiter du machst. Tatsächlich gar nicht mal so unkompliziert alles. Aber man findet schnell rein, finde ich. Geht sehr schnell. So, irgendwie muss ich diesen Phönix einmal legen. Der wäre gut, wenn der hier so ist, ne? Aber da würde mir eine von diesen Dingern fehlen.
Schau mal, eine von den kleinen Taschen hätte ich hier. Perfekt. Oder wir legen erstmal da oben hin. Okay. Der zählt aber nicht als Drache, okay. Den so legen. Zählt er denn als Waffe? Moment. Als Waffe zählt er, ja. Genau wie die Chonka hin. Alle gebufft. Fackel mit rein. Banane. Das Ding ist, glaube ich, leider, aber die Banane brauchen wir noch, ne? Ich werfe sie mal raus. Aber ich glaube, wir brauchen sie noch. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Letzte Chance jetzt. Ich muss sagen, ich hätte Dolche bauen müssen. Chonka-Dolche. Weil die Chonka ja sofort stunnen den Gegner, ne? Und Stun und Dolche sind immer OP irgendwie. Holy moly. Den haben wir echt gut weggefeuert. Noch eine Bag, wieder Flamme mit rein. Na, das Ding ist die hier. Ich glaube, die Fackel muss ich rauswerfen. Mit der Fackel nicht so zufrieden. Ich glaube, ich würde eher so Dolche reinballern. Das Ding ist, die Dolche nehmen mir halt Speed runter, ne? Aber ich werde den Dolch mal austauschen. Wir nehmen mal einen Dolch mit rein und so jetzt. So, da war natürlich doof. Molten Dagger, wunderbar. Vielleicht bekommen wir noch Dolche unter irgendwie. Hier ist noch ein random Debuff-Ding. Und noch eine Tasche, die können wir da dann hinlegen. Oh, der würde mich weghauen, glaube ich. Das Ding ist, ich retze. Ja, wenn ich jetzt sterben sollte, komme ich nochmal wiederbelebt. Schau mal. Sterbe? Okay, ich bin nicht gestorben. Aber wenn, werde ich nochmal geretzt. Was sehr schön ist. So, First Dolch ist da. Wir wollen das Ei mitnehmen. Machen wir es mal so. Hm. Ich meine, ein bisschen Mana wäre ganz gut, ne? Eigentlich brauchen wir noch Mana-Rack, Leute. Fällt mir gerade mal so auf. Also, no joke, wir brauchen Mana-Rack. Für den Mana-Drachen. Der kann sonst nicht funktionieren. Ohne Mana macht er gar nichts. Okay, wo packe ich das hin? Dann machen wir da rein. Ohne Mana macht er nichts, der Lümmel. Also müssen wir jetzt auf Mana, irgendwie Mana rankriegen. Das war ein Fehler, undurchdacht gewesen, den zu holen. Und dann müssen wir gucken, ob das noch umwenden. Der hat das Fun-Bild, das neue. Bin gespannt, ob der uns weghaut. Könnte gut sein. Nevermind. Komplett zerstört. Hier ist Mana, perfekt. Mana-Kugel packen wir... Bangen wir die rein. Hier? Ist okay, ne? So, können wir den Chonka vielleicht so legen? Dass wir da noch einen Drachen unterkriegen? Nee, ne? Das Ding ist, eigentlich wollen wir die Drachen um dieses Ding drum haben, damit die healen. Aber das Schwert muss auch da sein, weil das Schwert diese Drachen richtig hart durchbappt, ne? Und das Schöne ist beim Pyromancer, finde ich, wenn du überschüssigen Platz hast, kannst du einfach alles vollballern mit Flammen. Okay, hier ist noch ein weiterer Damage-Drache. Den wir leider nicht umbauen können zu einem Feuerdrachen, aber das ist nicht so wild. Den können wir trotzdem, denke ich, mitnehmen.
Der gibt nämlich... Guck mal, den haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Den können wir vielleicht noch bauen. Der Feuerdrachen gibt nämlich alleine. Und da. Eigentlich gibt er gar nicht so viel. Den müssen wir noch das andere Item mitholen. Ah, da ist es ja. Ideal. Mit dem können wir nochmal den großen Drachen bauen. Mit Doppelattacke. Und den packen wir dann hier unten. Oh, der hat auch einen Drachen. Genau das Ding haben. Der hat aber ein paar mehr Drachen als wir, ne? Mal gucken, wer gewinnt. Okay. Keine Ahnung. Der haben wir komplett weggefeuert. Oh, es war die letzte Runde. Leute, diese Chonka. Wenn ihr die irgendwie bekommen solltet, guckt euch mal den Schaden von den Dingern an. Wenn ihr das irgendwie bekommen solltet, diese Chonka, holt euch das. Das ist ehrlich gesagt ganz schön bescheuert mit den Dingern. Das ist ehrlich gesagt ganz schön bescheuert mit diesen Chonkern. Junge, Junge. GG's.